Anna Maria Fercici wehrt sich gegen die Mutti-Mafia. Am 11. November vergangenen Jahres werden die Social-Media-Bekanntheit und Rapper Bushido stolze Eltern von Drillingsmädchen, Amaya, Naima und Leonora. Auf Instagram gewährt Anna Maria ihren Followern viele Einblicke in ihren Alltag als achtfache Mutter. Dabei stößt sie aber nicht bloß auf Begeisterung, sondern auch auf viel Hate. Der Auslöser ist ein Bild, welches Bushido stolz im Netz teilt. Darauf füttert seine liebste Töchterchen Leonora mit Babybrei. In den Kommentaren entsteht schnell eine hitzige Debatte. Anna Maria wird von allen Seiten angefeindet. Deine Kids können noch nicht selbstständig sitzen, du gefährdest die Gesundheit mit zu früher Fütterung. Für die Schwester von Sarah Connor zu viel des Guten. Ihr platzt der Kragen. Ey Leute, macht euch bitte locker. Ich weiß nicht, ob ich so heulen soll darüber, lachen oder euch ignorieren. Die Kritik stößt der achtfachen Mama bitter auf. Sie lässt prompt ein Machtwort folgen. Ich habe 8 Kinder, die alle groß werden, die gesund sind, Gott sei Dank, die gedeihen. Das heißt, ich glaube, ich weiß, was ich tue. Die Influencerin hat das Gefühl, dass viele Mütter ihre Kinder nach einem zu strengen Lehrplan erziehen. Anna Maria vertraut auf ihren Instinkt und ihr Gefühl. Bei den Drillingen ist es so, Naima und Leonora sind wie so kleine Raupen, die nicht genug kriegen können an Milch, an Liebe, an Essen. Und ich habe gemerkt, sie sind einfach ein bisschen unzufrieden nach der Flasche und habe probiert, ihnen mal ein bisschen Brei zu geben. Töchterchen Amaya hinkt ihren beiden Schwestern aber noch ein wenig hinterher. Bei Amaya probieren wir es noch nicht mal, weil sie einfach noch viel zarter und kleiner ist und auch nicht so viel trinkt. Der Hass macht Anna Maria sichtlich sauer. Dabei haben sie und Bushido allen Grund zur Freude. Die kleine Amaya braucht keine Magensonde mehr. Kurz nach der Geburt bekommt sie diese, um schnell an Gewicht zuzulegen. Amaya bleibt deshalb lange das Sorgenkind. Vor allem Papa Bushido beunruhigt das sehr, wie er mit einigen Zeilen aus einem seiner Songtexte verdeutlicht. Ich war damals jung und wusste es nicht besser. Bin fast gestorben vor Angst um eure Schwester. Inzwischen entwickeln sich die Drillinge toll. Das stimmt ihre Eltern einfach nur überglücklich. Bushido wird deshalb ganz emotional. Wir sind so dankbar, dass wir diese Dinge heute erleben dürfen. Auf Instagram zeigt der Musiker nach der Drillingsgeburt oftmals seine weiche Seite als Familienvater und verbringt liebevolle Kuscheleinheiten mit seinen Töchtern. Auch Anna Maria schwebt im absoluten Mama-Glück. Nach wem Amaya, Naima und Leonora kommen, verrät die Beauty erst vor wenigen Tagen ganz stolz. Sie sind spät zu Bettgeher und absolute Langschläfer, ganz der Papa. Von den Helikoptermüttern lässt sich Anna Maria ihr großes Familienglück also nicht zerstören. Im Gegenteil. Denn es ist kaum zu übersehen, wie vernarrt sie in ihre Drillinge ist.